Wir haben ein Paket bekommen. Upp. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und habe mein Process-Paket bekommen, was wir jetzt gemeinsam aufmachen werden. Ich habe ehrlicherweise schon total vergessen, was ich mir bestellt habe. Aber wir werden das jetzt gleich sehen. Was ich auf alle Fälle noch weiß, ist, dass ich für meine Mama was mitbestellt habe, weil die bei mir bei der letzten Bestellung was gesehen hat, was ihr sehr gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss mich jetzt einmal kurz beruhigen. Sie hat letztes Mal bei mir gesehen, dass ich mir diese mega gehypten Bubble Slides gekauft habe. Und die haben ihr sehr gut gefallen. Deshalb habe ich welche mitbestellt. Das sind einmal die beigen Bubble Slides für meine Mama. Und weil ich die mega, mega geil finde zum Trainieren, tatsächlicherweise nicht für einen Leg Day, wobei ich das auch schon bei einem Leg Day angehabt habe, weil ich da meistens so und so die Schuhe ausziehe. Aber auch bei Oberkörpertrainingseinheiten mega convenient im Sommer einfach mit so Schlaffen ins Fitnessstudio zu gehen, weil man die einfach wegkicken kann, mehr oder weniger. Und dann ist man in den Socken, vor allem wenn man gerne in den Socken trainiert. Und außerdem finde ich finde den Style einfach mega nice. Also ich habe mir es jetzt in Schwarz nochmal bestellt, in 38. Ich habe es schon in Grau in 37 und probiere das einmal kurz, ob die von der Größe her, ja, von der Größe her passen die. Mal eine Nummer besser. Ich habe normalerweise 37 und da jetzt 38. Also falls ihr euch ebenso diese Bubble Slides bestellen wollt, was eine riesen Sommerempfehlung ist von mir, dann nehmt eine Nummer größer. Und last but not least habe ich mir was Neues gegönnt. Knots Out. Das ist so eine Mini-Ausführung von einer Massagegun. Man ist ja gespaltener Meinung, was diese Massageguns betrifft, ob das überhaupt was bringt oder nicht. Aber hin und wieder, vor allem wenn ich relativ viel Bewegung in einem Tag habe, dann finde ich das immer recht angenehm, wenn man Waden einfach massieren kann oder wenn man Füße einfach so ein bisschen drückt. Und deshalb habe ich mir gedacht, gönne ich mir das, wie wir jetzt die Aufmach-Experience voll reinziehen. Das ist dieses Knots Out Portable Massager von Process. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas kann, ob das gut ist oder nicht. Wir werden das jetzt dann auf alle Fälle ausprobieren. Übrigens, wie immer, falls ihr euch was kaufen wollt, wie gesagt, diese Bubble Slides, mega Empfehlung. Mein 10% Code ist dauerhaft gültig, also Daniela W. für eure Bestellungen, damit ihr 10% sparen könnt und mich supporten, wenn ihr das wollt. Und alle Links findet ihr wie immer in der Infobox. Und so sieht es aus. Es sieht ein bisschen aus wie ein Sextoy. Not gonna lie. Es fühlt sich auch so an. Und dann werden wir sehen, was das kommt. Ich werde diese Schlappenlieferung da jetzt einmal nach unten bringen. Lieferung! Da, da, schau, das sind deine. Ja! Guter Look. Okay. Ja. So. Nix geht über einen Hafer-Cappuccino, ganz ehrlich. Insbesondere mit der Oatly-Hafermilch, nicht gesponsert, aber das ist einfach die beste im Kaffee. Und kleiner Tipp, weil es mir gerade eingefallen ist, weil ich habe da gerade nicht die Oatly, sondern günstigere Barista-Hafermilch vom Hofer. Die schmeckt der Oatly ziemlich ähnlich, ist um die Hälfte billiger. Also riesen Empfehlung meinerseits. Das Einzige, was mit diesen ganzen Milchalternativen, finde ich, ein Problem ist, sind die ganzen pflanzlichen Öle, die dazu gesetzt sind, wie vor allem Sonnenblumenöl. Sonnenblumenöl ist nicht wirklich das Geilste für den menschlichen Körper. Sollte man in Maßen genießen. Leider ist in den meisten verarbeiteten Lebensmitteln irgendein Öl als Zusatzstoff dabei. Und das häuft sich dann tagsüber ziemlich an, wenn man ziemlich viele verarbeitete Sachen isst. Ich habe mir halt meinen Battle mit dem ausgesucht und das verliere ich beim Hafer-Cappuccino. Ich schaue dafür, dass die Menge halbwegs gering ist, einfach weil ich weiß, dass das nicht das Beste ist für das Verdauungssystem.
Aber ich bin der Meinung, alles in Maßen ist völlig in Ordnung. Man soll es nur nicht übertreiben mit einer Sache. Das passt jetzt zwar überhaupt nicht zum Thema und ist völlig off-topic, aber ich bin gerade auf der Suche nach ein paar neuen Frühstücksideen, weil sobald es heiß wird und sobald es Richtung Sommer geht, habe ich nicht mehr wirklich Bock auf Porridge und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich mir jetzt generell schon ein bisschen abgegessen habe. Und meine Voraussetzungen, was ein Frühstück erfüllen muss, ist, dass ich es halt mitnehmen kann, also dass es transportabel ist und dann trotzdem noch genießbar und dass es eiweißreich ist, weil ich einfach ein großer Fan davon bin, dass ich meinen Morgen mit einer guten Portion Eiweiß starte und nicht rein Kohlenhydrate, weil halt das auch den Insulinspiegel ziemlich in die Höhe schießen lässt und dann hat man wieder einen Breakdown. Also eine gute Eiweißportion im Frühstück ist mir immer enorm wichtig. Auf alle Fälle war ich dann auf der Suche nach ein paar Rezeptbüchern. Und das Problem, was ich damit habe, ist, dass ich die eigentlich gar nicht kaufen wollte. Ich weiß, Geschmack ist subjektiv. Und was ich als schön empfinde, findet nicht jeder als schön und umgekehrt. Aber ich würde nie zu solchen Büchern greifen normalerweise. Einfach, weil das meinen ästhetischen Bedürfnissen null entspricht. Das waren aber tatsächlich die einzigen Kochbücher mit Protein in der Überschrift, die was speziell auch für den Kraftsport und Hypertrophietraining ausgelegt sind. Völlig First World Problem und total irrelevant. Aber mich hat es einfach interessiert, ob es da euch vielleicht auch so geht oder ob ich da einfach speziell bin, weil ich halt einfach ein Riesenfan davon bin, wenn Sachen auch noch schön gelayoutet sind und das alles wie aus einem Guss aussieht und meinen ästhetischen Ansprüchen entspricht. Es gibt extrem schöne Kochbücher und ich finde, dass so ein schönes Kochbuch ist auch ein schönes Dekostück. Aber es gibt kein schönes Kochbuch mit sinnvollen Rezepten, mit Rezepten, wo nicht 100.000 verschiedene Sachen involviert sind, die kein Mensch braucht. Sporternährungstechnisch, also was auf Hypertrophie und Kraftsport ausgelegt ist, da hat es richtig nur das gegeben. Da sind die Rezepte auch super basic. So an sich wäre das Prinzip von dem Kochbuch eigentlich ziemlich cool, auch mit Post-Workout-Meals und auch mit den Ernährungsbasics, aber es ist halt alles so, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, so nicht wirklich schön gemacht, also nicht wirklich mit Liebe gemacht. Wir sind zurück. Ich war in der Zwischenzeit Lebensmittel einkaufen, habe eine Gemüselasagne mit gemischten Faschierten im Ofen und habe gerade gesehen, dass dieses Teil hier fertig geladen hat. Deshalb werden wir das jetzt einmal ausprobieren. Oder nicht? Mit der Anleitung. Da sind eigentlich nur Warnungen drinnen. Aufbewahrung. Drücken Sie die Ein-Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Die Lampe wird blau. Also bei mir wird da gar nichts blau. Okay, es hat gerade vorher grün geleuchtet. Scheinbar ist es doch noch nicht so weit. See you later, Alligator. Ich war jetzt in der Zwischenzeit schnell duschen, deshalb schaue ich jetzt komplett schräg aus. Ja, meine Socken außerdem. Mega geil. Ich glaube, wenn man sie damit bearbeitet, das klingt so verkehrt für das, wie das ausschaut, aber könnte cool sein. Weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ist cool, vielleicht ist nicht cool. Es heißt Nuts Out, falls ich das rein von diesem kleinen Testrun da angesprochen hätte. Man kann es definitiv auf zwei Arten verwenden, weil das komplette Ding vibriert. Habe ich jetzt nicht gesagt.